Heute geht es um das Thema Gebet. Das hat Ricardo schon angekündigt und ich lese uns dazu einen Text aus der Zeit der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 4, 23 bis 31 nach der Neues Leben Übersetzung. Den Text könnt ihr jetzt auch hier mitlesen. Die Situation ist die, dass zwei der Gemeindeleiter der ersten Gemeinde, Petrus und Johannes, auf das höchste Regierungskollegium der Juden gestoßen sind und die haben der Gemeinde den Krieg erklärt und haben sie kurzzeitig gefangen gesetzt, ihnen verboten zu predigen, Gemeinde zu bauen. Und jetzt ist die Geschichte, wie es weitergeht. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben sie alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt, warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen, denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Ich habe die Predigt überschrieben, wenn Gebet erhört wird, wie ich wieder mehr Freude zum Gebet bekomme. Ich hörte von drei Pastoren, die sich in einem Gemeindebüro über die richtige Gebetshaltung unterhalten haben. Im Hintergrund war gleichzeitig der Telekom-Mitarbeiter, der einen neuen DSL-Anschluss gelegt hat. Und so saßen die drei Pastoren im Gemeindebüro. Da sagt der erste Pastor, also ich falte ja meine Hände im Gebet. Darauf entgegnet der zweite, nein, also das ist völlig falsch. Echtes Gebet zeigt sich nur dann, wenn wir auf die Knie gehen. Das ist echtes Gebet. Da sagt der dritte Pastor, also ich halte das beides für spätere menschliche Tradition. Echtes biblisches Gebet findet statt, wenn wir uns der Länge nach auf dem Boden hinstrecken. Der Telekom-Mitarbeiter hat das so alles mit angehört, während er gearbeitet hat. Und da mischt er sich plötzlich ins Gespräch ein und sagt, also ich habe am besten gebetet, als ich einmal kopfüber an einem Telefonmast hing und 10 Meter über dem Boden schaukelte. Im Deutschen gibt es ja das Sprichwort, Not lehrt beten. Und wir sagen zu Recht, dass man nicht nur in der Not zu Gott kommen soll, sondern dass wir auch zu vielen Gelegenheiten beten sollen. Aber das Thema heute Morgen lautet also, wenn Gebet erhört wird und wie ich mehr Freude zum Beten bekomme. Ich will zunächst 3 kurze Vorbemerkungen zu dem Thema sagen und dann 3 Gedanken aus dem Bibeltext mit uns teilen. Die erste Vorbemerkung. Wisst ihr, als Prediger ist es nicht schwer, seinen Zuhörern ein schlechtes Gewissen zu machen. Besonders bei bestimmten Themen. Und dazu gehört auch das Thema Gebet. Denn wer von uns würde schon sagen, dass er bei ehrlicher Prüfung genug und ausreichend betet? Wer würde von uns sagen, also ich bete stundenlang jeden Tag, mehr als Jesus und das ist alles gut. Und ich möchte nicht, dass ihr rausgeht und ein schlechtes Gewissen habt und dann nehmt ihr euch irgendwas vor und es ist eher so ein Zwang und ihr merkt, dass ihr dann nach ein paar Tagen wieder entmutigt seid und wieder der alte Alltag einkehrt. Ich glaube nur, dass echte Einsicht in die Chance und die Wirkung des Gebets dauerhafte Veränderung bewirkt. Das ist die erste Vorbemerkung, kein schlechtes Gewissen. Die zweite Vorbemerkung ist mehr persönlicher Art.
damit wir den Bibeltext nachher auch besser einordnen können. Es gibt in der Bibel und in der Lebenserfahrung von Christen aller Zeiten in Bezug auf das Beten immer mindestens zwei Ebenen. Die eine Ebene, das ist die große Zahl an Versprechungen Gottes über das Gebet, dass Gott erstaunliche Dinge tun kann, wenn wir uns im Gebet an ihn wenden. Gott ermutigt seine Leute im Alten Testament zuversichtlich und viel zu beten. Und Jesus im Neuen Testament ermutigt seine Nachfolger auch dazu. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und wir lesen immer wieder Erstaunliches. Zum Beispiel lesen wir, dass Abraham um die Rettung seines Neffen Lot und der Familie aus Sodom und Gomorra betet. Und es wird erhört. Wir lesen, dass Mose betet und Josua mit seinem Heer in der Schlacht kämpft. Und während Mose betet, gewinnt Josua den Kampf gegen die Feinde. Oder wir lesen von einer kinderlosen Mutter namens Hannah, die sehr inniglich um einen Nachwuchs betet, um einen Sohn. Und Gott schenkt ihr den Samuel. Oder die erste Gemeinde, von der wir jetzt gerade gelesen haben und gleich in den Text einsteigen, die betet und die Erde bebt und die Christen werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und mutig, sich vor allen zu Jesus zu bekennen. Aber, und das ist auch sehr interessant, es gibt noch eine zweite Ebene und das ist sehr interessant, weil die Bibel hier sehr ehrlich ist. Wir lesen auch von Abraham, dass er den Auftrag bekommt, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und sicherlich wird er mit Gott darüber geredet haben. Und es findet erstmal scheinbar keine Erhörung. Sein Urenkel Josef, der von seinen Brüdern verraten und verkauft wird, oder Hiob, der lange Zeit unermessliches Leid trägt, trotz Gebeten und es ihm zunächst mal nicht beantwortet wird, oder Jesus, der an dem Kelch nicht vorübergeht, trotz intensiven Betens ihm das Kreuz nicht erspart bleibt, und Christen zu allen Zeiten, vielleicht auch heute Morgen hier, die trotz intensiven Betens nicht verschont werden von Krankheit, nicht verschont werden von Leid, von Problemen, Tod und Trauer, familiären Zerbrüchen, ungerechten Anfeindungen, Problemen auf der Arbeit, Arbeitslosigkeit. Und ich weiß, hier sitzen welche, die das so von sich sagen können. Und wisst ihr, ich als Pastor, ich stehe heute vor euch und will euch ehrlich sagen, dass ich in meinem Leben beide Ebenen erlebt habe. Ich habe erstaunliche Gebetserhörungen erlebt. Aber ich habe auch Leitsituationen in meinem Leben und im Leben anderer erlebt, auf die ich keine Antwort habe, trotz langen und ehrlichen und intensiven Betens. Ich habe Zerbrüche und Niederlagen in meinem Leben erlebt, die ich nur allzu gern abgewendet hätte und für die ich mit anderen zusammen so gebetet habe wie für nichts anderes. Und Gott hat nicht so geantwortet, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Und wisst ihr, ich habe darauf keine Antwort und deswegen nehme ich den Mund auch nicht so voll. Deshalb habe ich gelernt zu beten und das ist vielleicht das beste Gebet, was ich gefunden habe. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und ich glaube, dass heute Morgen auch unter euch Menschen sind, die diese zweierlei Ebenen in der Gebetserfahrung haben. Und noch eine kurze dritte Vorbemerkung. Ich habe mich gefragt, warum ist die Gebetszeit, die wir uns als Christen am Tag vornehmen, warum ist diese Zeit so angefochten? Manchmal hat man den Eindruck, dass jeder ablenkende Gedanke, jeder nervige Telefonanruf, jeder Postbote, der klingelt, nur darauf wartet, dass ich mit dem Beten anfange. Und dann kommt es in mein Leben. Der Grund ist, weil Gebet eine Waffe ist. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernst ist, schreibt Jakobus in seinem Brief. Und das stimmt. Gebet, das kann man nicht ersetzen durch eine gute Lichtshow, durch ein schmackhaftes Catering, durch eine einladende Moderation, durch coole Deko oder die charismatische Ausstrahlung eines Predigers. Gebet kann nicht ersetzt werden durch das. Und das ist vielleicht in meinem Leben die größte Lüge, auf die ich leider immer noch reinfalle. Und die hört sich so an. Ich habe so viel zu tun, ich habe jetzt nicht noch Zeit, auch ein Gebet zu verbringen. Ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit zum Beten. Da falle ich manchmal drauf rein. Warum die langen Vorbemerkungen? Ich sage das deshalb, damit niemand denkt, ich bin in puncto Gebet der große Held. Ich bin noch am Lernen. Ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht, aber ich bin meilenweit von dem entfernt, was ich vielleicht Gottes Geist in mir wünscht, der in mir wohnt. Immer wieder kommt man in den Gedanken, dass
es auf meine Performance ankommt, auf meine Organisation, auf meine ausgefeilte Planung, auf mein Know-how, dass die Arbeit gelingt und dann verzichtet man lieber aufs Beten. Deswegen dieses Thema heute. Vielleicht geht es euch auch so, wenn Gebet erhört wird, wie ich mehr Freude zum Beten bekomme. Vielleicht geht es euch ja auch, oder ihr kennt vielleicht diese kleine Geschichte, und dann kommen wir zu einem Text, wie ein Pastor und ein Omnibusfahrer stehen vorm Himmelstor. Und der Pastor ist erschrocken, weil der Omnibusfahrer, der darf rein in den Himmel und der Pastor nicht. Und dann geht er zu Petrus und sagt, Mensch, wieso ist das so? Ich bin Pastor, ich habe mein Leben lang gepredigt und der ist nur Bus gefahren. Und dann bekommt er die Antwort, wenn der Busfahrer gefahren ist, dann haben die Leute gebetet. Aber wenn du gepredigt hast, haben sie geschlafen. Ich hoffe, dass ihr jetzt wach seid, damit ich später mal in den Himmel komme. Freude zum Gebet. Ich habe überlegt, wie ich das illustrieren kann. Es ist mir ein Beispiel aus meinem Leben eingefallen. Ich lebe ja seit einigen Jahren allein im Haushalt und auch als junger Studierender am theologischen Seminar war das auch so. Und als blutjunger Student war ich in meinem ersten Praktikum in einer Gemeinde und ich wohnte mit in der Familie des Ortspastors. Der Ortspastor war aber in Urlaub gefahren, weil er dachte, der junge Praktikant, der schmeißt jetzt den Laden für die paar Wochen. Und so wohnte ich also mit in der Wohnung und ich war allein im Haus. Die Tage vergingen und ich musste immer, wenn ich meinen Wäscheschrank öffnete, die bittere Erfahrung machen, die Menge meiner sauberen Wäsche verringerte sich zusehends. Und so ging so mehrere Tage, bis mir allmählich die leise Ahnung aufkam, dass an einem Waschtag kein Weg vorbeiführte. Es war aber leichter gesagt als getan, denn dass es Waschmaschinen gab, das war mir zwar bekannt und ich musste mir aber eingestehen, dass ich mich bis dahin mit der Kunst des Waschens noch nicht näher befasst hatte. Angestrengt versuchte ich mir über bisher unbekannte Vokabeln wie Kochwäsche, Bund, Feinwäsche, 30, 60, 90 Grad, Schleudern, Hauptwaschgang irgendwie Klarheit zu bekommen. Aber es war irgendwie zwecklos. Ich hab das nicht so schnell gecheckt aus dem bloßen Lesen der Bedienungsanleitung. Ja, woher Hilfe bekommen? Beim Anblick des leerer werdenden Wäscheschrankes kam dann in höchster Not der erlösende Einfall. Ich bitte meine Verlobte, die in der Zeit woanders wohnte, die bitte ich mal um Hilfe. Dann habe ich da angerufen, weil ich wusste, die frage ich, die kann das, die weiß, wie es geht. Dann erleichtert griff ich zum Telefonhörer, weil ich ja dann wieder einen Grund mehr hatte, mit meiner Verlobten zu sprechen. Und so trug ich ihr mein Anliegen vor und ich kann euch sagen, da kam Freude auf bei diesen Bitten um Hilfe. Nicht nur, weil sie tatsächlich alles wusste, was mein Anliegen betraf und mir helfen konnte, sondern auch, weil ich mal wieder ihre Stimme gehört habe und Gemeinschaft mit ihr haben konnte. Und so kam es, dass mein erstes Waschtagerlebnis einigermaßen erfolgreich endete. Inzwischen gab es viele, viele weitere, die ich ohne fremde Hilfe gemeistert habe. Also, das alles ist jetzt schon Jahrzehnte her. Aber wir als Christen, so kam mir der Gedanke, haben eigentlich allen Grund zu großer Freude, wenn wir zum Telefonhörer mit der Leitung zum Himmel greifen. Denn wenn wir beten, kommen wir zu dem lebendigen Gott, der bei unserem Anliegen tatsächlich helfen kann. Und der sich freut, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Wenn man in der Bibel liest, dann bekommt man den Eindruck, dass die ersten Christen, wenn sie beteten, dann bekommt man den Eindruck, dass sie wirklich große Freude am Gebet hatten. Das war für sie selbstverständlich, das war jetzt nicht so ein großer Akt, eine Gebetsstunde planen, ja, wie machen wir das denn jetzt? Sondern sie haben einfach gebetet, wie wir es in der Bibel lesen. Von Paulus heißt es einmal in Philipper 1, Vers 4, den Text könnt ihr kurz mitlesen, da sagt er, ich bete für euch und ich tue das Gebet mit Freuden. Und das ist eine großartige Sache, so zu beten. Deshalb wollen wir mal schauen, wie das Gebet der ersten Christengemeinde hier aussah. Und vielleicht können wir davon ja lernen, wie wir mehr Freude am Gebet bekommen können oder wie wir erhörtes Gebet erleben. Ich habe drei Punkte. Erstens, mach aus jedem Anliegen ein Gebet. Zweitens, mach Gottes Anliegen zu deinen Anliegen. Und drittens, bete für andere. Der erste Punkt, mach aus jedem Anliegen ein Gebet. Wenn wir den Text hier einordnen, dann finden wir hier folgende Situation. Die ersten Christen hier in Jerusalem, die standen vor einer Schwierigkeit, an der kein Weg vorbeiführte. Sie hatten eine Not, der sie sich nicht einfach entziehen konnten. Nämlich der
Hohe Rat der Juden, das höchste Regierungskollegium des jüdischen Volkes, hatte der Gemeinde den Krieg erklärt. Und das war das erste Mal, dass sie sowas erlebten seit Jesu Himmelfahrt. Vorher hatten sie hier und da vielleicht ein paar Sachen, aber hier kam es das erste Mal massiv zu einer Gegnerschaft einer bedeutenden Gruppe in der Bevölkerung. Und das hatten sie vorher noch nie erlebt. Und dann werden Petrus und Johannes festgesetzt in Untersuchungshaft, sie werden streng verhört, sie werden bedroht und sie werden mit einem Redeverbot belegt. Dann werden sie wieder freigelassen und Petrus und Johannes kommen jetzt und berichten der versammelten Gemeinde. Eine wirklich schlimme Lage. Aber die Frage ist nicht, wie schlimm die Lage ist, sondern wie reagieren sie darauf? Und hier lesen wir nichts davon, dass sie erstmal eine lange Debatte angestrengt hätten. Kein runder Tisch, keine Beratung, keine Klagen, keine Missstimmung. Was haben wir bloß für tote, unbewegliche Beamtenköpfe da in unserer Behörde? Sie bilden keinen Ausschuss, kein Komitee, keine Protestschrift auf den Hohen Rat. Sie warten auch nicht, bis der Geist der Gebetsfreude irgendwie auf sie fällt. Nichts von alledem. Wir lesen ganz nüchtern, der Text hier, Vers 24. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und beteten. Im Raum steht hier ein klares Verbot. Dieselben Männer, die ihren Herrn Jesus haben kreuzigen lassen, die verbieten ihnen jetzt in aller Deutlichkeit von Jesus zu reden. Und was machen die Apostel? Sie suchen die Gemeinschaft der Geschwister. Und wisst ihr, Probleme in unserem Leben, die sind dazu da, dass wir uns mit Christen treffen, nicht, dass wir uns alleine zurückziehen und die Sache mit uns selber ausmachen. Vergiss nie, dass Gott immer ein Volk berufen hat und dass wir ganz unterschiedliche Begabungen haben in der Gemeinde. Und dass es allein deine Verantwortung ist, wenn du nicht die Hilfe bei Gott, die Hilfe, die Gott dir in Form von Geschwistern an die Seite stellt, wenn du sie nicht suchst. Wenn du sagst, mein Hauskreis braucht davon nichts wissen und die Gemeinde auch nicht, ich mache das mit mir selber aus. Wenn du ein Problem hast, dann suche die Gemeinschaft, bring die Not dann im vertrauten Kreis zur Sprache und schnapp dir die Geschwister, die mit dir beten. Wir dürfen wissen, Gott hört gerne und Gott gefällt es, wenn sein Volk zu ihm ruft. Sie kennen, die Christen damals, die kannten ihre Bibel. Ich habe mal exemplarisch aus dem Alten Testament, das war ja die Bibel der ersten Christen damals, da heißt es zum Beispiel in Jeremia 33, Vers 2 und 3, so spricht der Herr, der alles schafft, macht und ausrichtet. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Was müssen wir tun? Rufe ihn an. Oder in Matthäus 7, da sagt Jesus in der Bergpredigt, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Die Christen wussten damals, zu wem sie kommen. Sie breiten ihre Not aus und sie bestürmen ihn. Sie wissen, Gott ist ein gerne gebender Gott. Hier ist kein Kreis von Profibetern. Also die Pastoren und die Gemeindeleitung und die Hauskreisleiter, die waren auch dabei. Aber die treffen sich einfach als ganze Gemeinde. Hier sind keine langjährigen geschulten Christen, die schon das vierte Gebetsseminar hinter sich haben. Sondern hier trifft sich alt und jung. Hier sind Männer und Frauen, Apostel und Frischbekehrter, Christen wie du und ich. Und sie machen aus ihrem Anliegen ein Gebet. Sie machen aus dem, was ihnen Not macht, ein Gebet. Sie fackeln nicht lange, sie beten sofort. Wie reagierst du in Nöten und Schwierigkeiten, in Problemen in deinem Leben und Aufgaben, die sich dir in den Weg stellen? Vielleicht steckst du gerade in solch einer Lage. Es wird nicht besser, es ändert sich nichts, es wird schlimmer. Mach's wie die Männer und Frauen Gottes damals in der Urgemeinde. Bete sofort, lass es dir eine Selbstverständlichkeit sein, das einfach zu Gott zu sagen. Einfach da, wo du bist, beim Spazierengehen, beim Autofahren, möglichst nicht die Augen zumachen, aber man kann trotzdem zu Gott beten. Jetzt sehe ich im Geist schon den Zuhörer unter uns, der sagt, tja, aber ich kann gar nicht so gewaltig beten. Das hört sich hier so geistlich an, das kann ich überhaupt nicht. Wie soll ich das anfangen? Wie kann ich das lernen? Und dem möchte ich antworten, lerne in den kleinen Anliegen deines Lebens, deine Not vor Gott zu bringen, mit einfachen Worten. Dann kannst du auch groß beten, wenn große Prüfungen in deinem Leben kommen.
lerne es rechtzeitig, weil wenn man von der Not, von der Prüfung, von der Schwierigkeit überwältigt wird, dann kann man nicht erst anfangen zu beten. Dann überwältigt einen das so und man hat den Draht verloren zu Gott. Das ist wie zum Beispiel mit der Führerscheinprüfung, die meisten Jugendlichen ja auch hier bei uns in Wolfsburg mit dem 18. Lebensjahr oder 17. Lebensjahr sogar schon anfangen. Man darf den Führerschein machen. Vielleicht erinnerst du dich noch, wie das bei dir war. Es gibt diverse Probleme, Vorfahrtregelung, links vor rechts, rechts vor links Verkehr. Manche haben mit dem Überholen Probleme, mit dem Einparken, mit den Verkehrszeichen. Und deshalb nimmt man Fahrstunden und bereitet sich vor. Man paukt, man übt, man lernt, man investiert Zeit. Denn der Führerscheinanwärter weiß, bald kommt die Prüfung und dann muss es sitzen. Dann muss ich es können, dann muss es klappen, dann kann ich nicht erst anfangen zu lernen. Wie früher vielleicht in der Schule vor mancher Klassenarbeit, dass man am Abend vorher noch gelernt hat. Das mag geklappt haben bei manchen, wenn sie mit viel Intelligenz gesegnet wurden. Aber auch in deinem geistlichen Leben kannst du eins ganz sicher wissen. Es kommen Prüfungen, in denen du beten musst, in denen nichts anderes mehr hilft. Es kommt die Prüfung und dann muss es sitzen. Dann musst du es können. Dann kann ich nicht erst anfangen zu lernen. Und die ersten Christen, die bewähren sich in dieser Prüfung. Sie beten, weil sie nicht das erste Mal vor Gott treten. Ihnen war das vertraut. Sie haben oft und viel miteinander Gott gesucht und gemeinsam und auch alleine gebetet. Deshalb, wenn du Freude zum Gebet bekommen willst, dann warte nicht, bis ein Geist der Freude auf dich fällt, sondern bete einfach, egal ob du Lust dazu hast oder nicht. Lass es dir eine Selbstverständlichkeit sein, mindestens einmal am Tag dir eine Zeit mit Gott zu nehmen, wo du einen Abschnitt aus seinem Wort liest, ihn zu dir sprechen lässt, ihn dein Leben ein bisschen ordnen lässt und dann sag ihm alles, was dich bedrückt und dann geh in den Tag. Oder wenn du mittags mehr Zeit hast oder abends, wann immer es dir passt. Denk nicht, beten ist nur was für Prediger und Billy Grahams, sondern hab Mut, in allen Sachen zu Gott zu kommen. Wer nicht schon mit kleinen Sachen zu Gott kommt, der wird schwerlich in großen Prüfungen lange Gebetsnächte durchhalten. Gottes Wort ermutigt uns, und damit will ich diesen ersten Punkt abschließen, Philipper 4, Vers 6, Ricardo hat den gerade schon als Begrüßung gelesen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und wer das tut, der kann auch ruhig große Bitten mitbringen, denn er kommt vor einen großen, allmächtigen Gott. Auf der Gebetsleitung zum Himmel wirst du nie ein Besetzzeichen hören. Gott hat immer Zeit für dich und dein Anliegen. Also mach aus jedem Anliegen ein Gebet. Der zweite Gedanke, mach Gottes Anliegen zu deinen Anliegen. Wenn wir das Gebet hier der Männer und Frauen Gottes lesen, bekommen wir einen Eindruck, denen ging es gar nicht in erster Linie um ihre eigenen Interessen. Die hätten ja auch beten können in der bedrohten Situation um ihr eigenes Wohlergehen, um Schutz und Bewahrung. Das haben sie sicherlich auch getan, aber nicht als erstes. Ihnen ging jetzt als erstes nicht um das Ansehen vor Menschen. Sie beteten nicht um Bewahrung vor drohenden Gefängnisstrafen, vor Verfolgung. Sie beteten nicht um Rettung ihrer eigenen Haut, zunächst jedenfalls, sondern sie beteten als erstes so, Vers 27 nochmal hier. Da sagen sie, Herr, sie haben sich versammelt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels. Die Beter, die sehen hier mehr, als man mit bloßen Augen sieht. Sie sehen tiefer. Es geht hier um die Sache Jesu. Jesus wird angegriffen. Er ist das eigentliche Ziel der Attacke. Hier geht es gar nicht zuerst um uns. Wenn die Gemeinde angegriffen wird, dann wird immer auch Jesus angegriffen. Wir erinnern uns, als der Apostel Paulus die Christen verfolgt hat mit einer richtigen Energie und dann, wie er vor Damaskus diese Erscheinung von Jesus hat und Jesus dann zu ihm sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wieso mich? Paulus hat doch gar nicht Jesus verfolgt, er hat doch die Christen verfolgt, aber Jesus identifiziert sich so sehr mit seinen Leuten, das ist wie als ob wir Jesus verfolgen oder als ob Jesus verfolgt wird, wenn die Gemeinde angegriffen wird. Und die Christen hier erkennen, hier haben sich zusammengetan Leute, die ansonsten weit auseinander waren, die gar nicht zusammengehören. Die sind sonst erbitterte Feinde, der jüdische König Herodes, der römische Statthalter Pilatus und die Heiden und die Israeliten. Also sind nie Freunde gewesen, aber wenn es gegen Jesus geht, wenn es gegen die Gemeinde geht, dann tun sich erstaunliche Allianzen zusammen. Im Grunde werden durch diese Feindschaft nicht sie selbst, sondern die Sache Jesu bedroht und das gibt ihrem Gebet solche Stoßkraft. Sie bitten darum, dass es in Gottes Reich vorwärts geht.
Wir lesen das in Versen 29 und 30 nochmal. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und, jetzt kommt das Gebet, gib deinen Knechten, deinen Dienern, mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Weil sie für Gottes Sache eintraten, hatten sie die Verheißung Gottes auf ihrer Seite. Weil sie für Gottes Sache eintraten, konnte Gott ihr Gebet mit einer gewaltigen Erfüllung mit dem Heiligen Geist beantworten. Da heißt es hier nämlich Vers 31, als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, das Gebäude, in dem sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Was muss das für eine Freude für die Beter gewesen sein? Ich las von drei Steinmetzen, oder heute würde man sagen Stuckateure, die beim Bau des Freiburger Münsters mit dabei waren. Die wurden eines Tages nach ihrer Arbeit gefragt, was sie denn machen. Und genau, ihr seht jetzt hier diesen kleinen Cartoon. Der eine saß und haute Steinquadern und Steine zurecht für die Mauern an der Wand. Und was machst du da, wurde er gefragt. Ja, ich haue hier Steine. Dann wurde der zweite gefragt, was machst du da? Ja, und sagte, ich arbeite in einem Fensterbogen oder ich verdiene Geld für meine Familie. Und der dritte, der war auch in der Arbeit und der wurde gefragt, was machst du da? Und der sagte, ich baue am Dom. Ich baue an der Kathedrale. Ich baue an der Gemeinde. Und wie dieser dritte Steinmetz den Dom sah, vor Augen hatte, das Gesamtwerk, das ganze Gebäude dahinter, so sollen auch wir in unserem Beten Gottes Reich ständig vor Augen haben. Gottes Anliegen sind wichtig, sein Anliegen. Davon muss unser Beten ausgehen und das soll die Zielrichtung unseres Betens sein. Wir haben manchmal Gebete, Herr, lass doch die Autofarbe meines neuen Autos passend zum Designerkostüm meiner Frau sein. Ach, das wäre doch schön, oder? Und Herr, mein PC ist schon fast ein Jahr alt und er ist jetzt schon langsamer als der von meinem Nachbarn. Schenk mir doch einen neuen. Versteht ihr, ich möchte das nicht lächerlich machen. Manchmal kann das auch sehr wichtig sein, aber natürlich sollen wir auch für unsere Familien beten. Für unser finanzielles Auskommen, für unsere Freunde, für unsere Gesundheit. Und dafür dürfen wir auch beten. Aber hier geht es um den Punkt, wofür sollen wir zuerst beten? Jesus lehrt uns zuerst, im Text, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und Jesus macht uns Mut dazu. Und Matthäus 6, 33 sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann heißt es nicht, ja, dann werdet ihr selber natürlich zu kurz kommen. Nein, dann wird euch alles andere zufallen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, auch im Gebet. Dann lässt Gott dich auch mit deinen anderen Anliegen nicht im Stich. Ich komme zum dritten und letzten Gedanken. Bete für andere. Die Christen in der Gemeinde in Jerusalem, sie beteten so, Vers 29 nochmal. Herr, gib deinen Dienern, oder Luther übersetzt, deinen Knechten, mit allem Freimut zu reden dein Wort. Das heißt, die Beter beteten jetzt nicht zuerst für sich selbst, sondern sie beteten für andere. Hier in dem Fall ist mit Knechte vor allen Dingen die Apostel gemeint, die an der Front des Evangelisationsdienstes standen. Und das kann man daran erkennen, wie Gott dieses Gebet erhört. Nämlich die Antwort darauf finden wir nicht nur in Vers 31, dass alle mit dem Heiligen Geist, mit Freimut zum Weitergeben des Evangeliums beschenkt wurden, sondern es heißt zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 12, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Dafür hatten sie ja gebetet. Also gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden an Wort und strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen. Und die Erfüllung ist unter anderem, dass das durch die Apostel auch geschah. Und bei diesem Gebet betet also nicht nur jeder für sich, jeder für seine Anliegen, was ihm selbst betrifft, sondern sie beteten füreinander, einer steht für den anderen ein. Und die Antwort Gottes bestand dann darin, dass nicht nur die Apostel, sondern auch sie selbst mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Das ganze Haus, in dem sie waren, wurde erfüllt mit dem Geist. Da kommt Freude auf im Gebet, wenn man das erlebt. Was wir für andere herabflehen, das bekommen wir selbst auch zu gegebener Zeit. Wenn du für andere vor Gott einstehst, wirst du selbst von Gott beschenkt. Und das war schon zu allen Zeiten so. Wir lesen das aus dem Leben von Hiob. Hiob 42, Vers 10.
Da heißt es interessanterweise, als Hiob für seine Freunde bat, Fürbitte tat, wendete der Herr das Geschick Hiobs und der Herr gab ihm doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Hiob hätte genug Anliegen gehabt, für sich selber zu beten. Seine Krankheit, seine Geschwüre, den Verlust seiner Kinder und alles Mögliche. Aber wenn du dir Zeit zur gründlichen Fürbitte für andere nimmst, wirst du merken, wie Gott dich segnest und dass du froh wirst in diesen Bitten für andere. Du fragst, ist das denn überhaupt nötig, für andere zu beten? Jeder macht doch seinen Kram. Ich habe doch genug mit mir selber zu tun. Brauchen die das überhaupt? Ja, das ist sehr nötig. Sogar ein Mann wie der Apostel Paulus, der nun wirklich ein geistlicher Mann war, der sagt zum Beispiel in Epheser 6, 18, betet alle Zeit mit Bitten, mit Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Damit sind jetzt nicht die katholischen Heiligen gemeint, damit meint das Neue Testament die Christen. Die wurden damals als Geheiligte bezeichnet. Und gleich im Anschluss bittet er noch, dass sie für ihn selbst beten sollen. Und betet auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Evangelium zu verkündigen. Also wenn sogar ein Apostel und ein Mann Gottes um Gebetsunterstützung bittet, Leute, ich brauche euer Gebet, wie viel mehr dann dein Mitgemeindeglied, dein Bruder, deine Schwester, dein Prediger, dein Hauskreisleiter, die Musikleiter, die Kindergottesdienstmitarbeiter, die Jugendleiter und die Väter und Mütter der Gemeinde, der Gemeinderat, wie viel mehr brauchen wir das Gebet von uns allen? Bete für andere, so sagt es Gottes Wort, und du wirst erleben, wie du mehr Freude bekommst im Gebet. Und damit bin ich schon am Schluss und ich möchte euch diese drei Punkte nochmal mitgeben. Wie kann mein Gebet erhört werden und wie kann ich auch mehr Freude bekommen? Nicht durch schlechtes Gewissen, sondern dadurch, dass ich das erlebe. Mach aus jedem Anliegen ein Gebet. Mach Gottes Anliegen zu deinen Anliegen und bete auch für andere. Und dann wirst du selbst erfüllt werden mit einer Freude, wie du sie vielleicht vorher noch nie erlebt hast. Gott mache uns Mut dazu und ich lade auch dazu ein, nach dem Gottesdienst haben wir zwar die Gemeindestunde, aber vielleicht ist auch noch Gelegenheit danach, dass du mit Menschen hier, die bereitstehen, mit dir zu beten, dass du das Angebot nutzt. Gott segne dich darin. Amen.